Herzlich willkommen zurück zu Dynasty Warriors 5 Empires. Heute starten wir das vorletzte Szenario, nämlich die große Schlacht von Chibi, die Seeschlacht. Cao Cao, der im großen Vorteil war, zumindest zahlenmäßig, hatte eben halt hier verloren durch die Allianz von Wu und Shu, die eben halt nicht nur eine grandiose Strategie hatten, sondern auch die Wu-Truppen wussten, wie man auf See kämpft. Bei den Wei-Truppen ist es überhaupt nicht der Fall gewesen. Nur Cai Mao, der sich noch Cao Cao kurz vor der Schlacht angeschlossen hat, wusste so wirklich, wie man Seeschlachten führt. Und einer kann jetzt nicht eine ganze Armee erklären, wie eine Seeschlacht führt. Deswegen große Niederlage für Cao Cao. Aber wir ändern hier mal wieder Schicksal. Wie wir es auch schon bei Guandu gemacht haben. Bei Guandu haben wir Yuan Shao gespielt, der normalerweise gegen Cao Cao verloren hat. Aber in unserem Falle wurde er dann der Sieger und hat China erobert, und das werden wir jetzt hier mit Cao Cao machen. 208 nach Christus, Flammen über Chibi. Beiping, komischerweise ein neutrales Gebiet, verstehe ich gar nicht. Ansonsten natürlich hier die Provinzherrscher Hangxuan und Jingxuan. Da fehlen eigentlich noch zwei Liu Du und Zhao Fan, die sind komischerweise nicht hier, die gehören eigentlich auch dazu, aber ja, kann man nichts machen. Dann natürlich Sun Quan, jetzt das erste Mal ein eigener Herrscher, sonst war es immer Sun Ce oder Sun Jian. Liu Bei natürlich am Start, der die Provinzen von Liu Biao bekommen hat. Dann Liu Zhang, Zhang Lu, Ma Teng und natürlich Meng Huo. Da hat sich nicht viel dran geändert. Also was ganz Neues sind halt Jingxuan und Hangxuan und dass Sun Quan eben eigener Herrscher ist. Wir spielen mit Cao Cao. Der hat auch die meisten Länder direkt. Somit wahrscheinlich sogar am einfachsten mit ihm. Aber ja, ich spiele hauptsächlich mit Cao Cao. Erstens, weil wir in diesem Spiel noch nicht mit den Wei-Truppen gespielt haben. Und zweitens, weil ich einfach wieder so ein bisschen die Geschichte ändern möchte. So, Zeitlimit, nein, natürlich. So, der Rest sollte passen. Let's go. Legen wir los mit Cao Cao. If there are any in this land who think they can stand against me, then come. I will prove you wrong. None shall stand in the way of my ambition. Macht auch so komische Posen am Anfang. Genau wie Yuan Shao. Oh mein Gott. Na gut. Soll uns nicht weiter stören. Yo, direkt erstmal Cao Caos Truppenstärke aufs Maximum bringen. Das klingt noch ein Plan. Plus 18.000 Truppen, Leute. Sollte man nicht unterschätzen, sowas. Notsteuer ist schon mal ein guter Anfang eigentlich. Aber was auch ein guter Anfang ist, ist generell die ganze Armee zu verstärken. Mit Truppen. Plus 2000. Oh, Li Din. Du hast noch nicht ausgeliehen? Stachle in Jian jeden Aufstand an. Das wird eh nicht funktionieren, oder? Das ist Quatsch, das wird eh nicht funktionieren. Mach mal einfach manuell Notsteuer. Dann spare ich mir diese 300. So, und dann schauen wir mal. Ich denke, wir schalten direkt Ma Teng aus. Dazu ziehen wir die Haupttruppen nach Chang'an. Sind wir hier? Wir auch. Ich würde sagen, wir nehmen es bloß immer hier mit. Vor allem, was heißt hier die Haupttruppen? Das ist. Also, wo Cao Cao jetzt hier ist, sind nicht unbedingt die Haupttruppen. Das ist ziemlich am Murks. Wenn ihr mich fragt, ist das ziemlich am Murks. Oh, Cai Mao, du wirst direkt noch befördert, Kumpel. Wir spielen mal mit Cai Mao direkt. Sind wir hier am Start, Cai Mao am Start. Ja, soll erstmal reichen. Su Shu könnte man mitnehmen. Gu Huai nehme ich mal mit.
Haben wir noch einen coolen Unteroffizier? Lidin vielleicht. Lidin ist, glaube ich, in diesem Szenario kein Unteroffizier. Wird er degradiert? Wo ist er denn? Den hätte ich schon ganz gern mit, allein für die Memes. Jetzt mal ohne Scheiß, wo ist denn Lidin? Lidin! Hast du doch ausgedient oder was los? Ups, ich wollte ja hier hinbringen. Ach da, bei Hefei ist er natürlich, ja gut, okay. Makes sense. Ja, Lidin und Yujin, yo, solche legendären Helden hier. Ja, Wendpin ist natürlich auch nicht schlecht, den lass ich mal drin erstmal. Wobei... nee, ich lass ihn doch nicht drin. Für die Abwechslung. Weil so haben wir einen Strategen, einen hiervon, einen davon, versteht ihr? Von jedem Design einen. Das ist eigentlich ganz cool. So, und jetzt bringen wir die, diese Hauptarmee quasi, nach Chang'an. So. Leute, dann würde ich sagen, greifen wir an. Zerstören wir direkt Ma Teng. Guck mal, jetzt ist er noch relativ geschwächt. Hat zwar zwei Offiziere komplett verbessert, die Truppenstärke maximiert, aber ja, ansonsten ist er jetzt nicht so gut befestigt. Von daher greifen wir ihn an. Jetzt, wo wir noch gut die Chance dazu haben. So, ja, dann würde ich sagen, schnappen wir uns direkt die Ländereien von Xilia. So, Sir. Ich will deinen Kopf! So you've crawled out of your hole in Jiliang to face me. Try and take this head if you dare, but it will not come cheaply. Du bist also aus deinem Loch in Xiliang gekrochen, um dich mir zu stellen. Wag es nur, diesen Kopf zu holen. Du wirst ihn nicht umsonst bekommen. Umsonst? Nee, aber ist im Angebot, gerade runtergesetzt. 5,99. Leben plus 9, Musu plus 9, Tempo plus 5, Verteidigung 9. Ja, leider kein Angriff plus oder so, aber es passt schon. Ich komm klar. Aber ich glaube, mit so einem Generic haben wir auch noch nicht gespielt. Das ist der letzte Generic, mit dem wir noch nicht gespielt haben. In diesem Let's Play. Gut, Hansui, Ma Chao, Liang Xing, Ma Dai und Zhao Hang. So, Taktiken haben wir natürlich nicht. Naja, das passt ja mal gar nicht. Wir greifen an und dann kommt ein Flucht-Soundtrack. Was soll das denn? Oh, nehmen wir ruhig Dark Angel. Und auf geht's. Nein, nicht Vorbereitung. Ich bin schon vorbereitet. Los geht's. Schlacht von Xiliang. Mit den Eulen nervigen Baumstumpf jetzt wieder. Soll uns nicht weiter stören. Na komm. Charge! Direkt Großangriff. Feind hat einen Bergrutsch ausgelöst. Ist gar nicht so leicht einzunehmen, ne? Mit dem Baumstamm und mit den Takeshis Castle hier, mit diesen rollenden Steinen. Schon ein bisschen blöd. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, was ist denn hier los? Fängt ja schon mal sehr gut an, ne? Nämlich gar nicht. Zum Glück darf man am Anfang sich noch solche Fehler erlauben. Boah, wir machen gar keinen Schaden. Okay, das ist nicht witzig. Wir machen doch gar keinen Damage. What is going on? Boys and girls. Wir machen halt gar keinen Schaden. Da fehlt wirklich die Angriffspower auf der Waffe. Verteidigung schön und gut, aber... bin nicht so ein Fangirl davon, dass ich 100 Mal auf meinen Gegner einprügeln muss, dass er stirbt. Wir kitzeln unsere Gegner zu Tode. Naja. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Nur oder später schaffen wir es. Oh, Lidin, hey! Lidin noch nicht ausgedient oder was los? Lidin und Yujin natürlich. Die beiden am Start. Oh
goddammit, ey. Das ist wirklich eine kleine Tortur. Okay, ihr macht das schon. Ich glaube an euch. Ihr könnt das ohne meine Hilfe einnehmen. Ich kümmere mich schon wieder um den nächsten Offizier. Es ist Hansui. Hansui, du bist so alter Freund von Zauzer. Willst du nicht überlaufen? Hätte ich realistisch halten können, ne? Indem ich die Strategie Feindlocken genommen hätte. Wäre da vielleicht sogar übergelaufen. Naja, was soll's. Ich hab keine Range, ich treffe den nicht. Ich hab wirklich keine Range. Dieser Generic sucked. Du hast ja gar nichts. So, Kollege, ja, guck. Die haben es schon geschafft. Das ohne meine Hilfe, sag ich doch. Guck, wie oft man den verfehlt. Das Schwert hat echt keine Reichweite. Nicht gut, ey. Hey, du wirst mir nicht entkommen, Hansui. Ich weiß, dass du gleich fliehen willst. Oh, jetzt flieht er schon. Habe ich mir schon gedacht. Lass ich aber nicht zu, Kollege. Kann es sein? Oh, Mann. Ausgerechnet jetzt, ne, Zhao-Ang. Too late. It's over. No! Hansui in seinem letzten Atemzug oder was? In seinem Sterbebett hat er die gesamte Armee verlangsamt. Ich frage mich, wie sowas überhaupt möglich ist. Okay, ich muss mir mittlerweile was überlegen. Um die schlechte Range dieser Waffe wieder gut zu machen. Das ist echt blöd. Oh, wie oft ich den verfehlt habe. Guck schon wieder. Guck schon wieder. Du triffst ihn einfach nicht. Dieses Schwert, was ist das denn? Das ist echt nicht cool. Ach, Zhao-Ang. Wie gefällt es dir, zu Tode gekitzelt zu werden? Oh, jetzt sehe ich natürlich meine Verbündeten immer super. So wie die pink leuchten, ey. Oder lila, eher gesagt. Ach doch, da ist es nur, das Fleischbällchen. Ich dachte schon, es despawned. Oh, ich hab kein Pferd und bitte. Zu Fuß auch noch langsamer als ohnehin schon. Oh nein, da ist Machau. Da ist Machau. Zum Glück kein Pang D diesmal. Und Machau keine Aura, obwohl er gegen Zauzu antritt. Das ist sehr ungewöhnlich. Wenn man den jetzt besiegt hat, ob er dann wohl direkt zu Liu Bei geht, wie es ja auch so war. Würde mich auch mal interessieren. Machau, dein Ernst? Nur am Blocken? Machau treffe ich komischerweise, ne? Na gut. Das ist aber auch ein schlichtes 1 gegen 1. Aber ich so unschlagbar. Wisst ihr, ich bin die 1 gegen 1 Queen. Nein, die ist so weit. Egal. Ja, Madai benutzt die Fähigkeit Eilen, weißt du? Und wir gammeln hier rum. Super slow. Einen starken Luftangriff. Ach, Zai Mao. Was mache ich nur mit dir? I'm looking forward to the rematch. I defeated an officer. Looking forward to the rematch. Pew. Einfach abgeknallt. Move to the attack. Overrun that base. Overrun that base. Did you think you could overcome this base? Ja, das wird echt ein Problem, Leute. Kann ich euch jetzt schon mal sagen? I mean, viel zu spät angefangen zu mashen, aber trotzdem noch geschafft. Die Mashing Queen hat mal wieder zugeschlagen. I mean, die Offiziere sind halt schon wieder alle da, ne? Die wir erst besiegt hatten. Und so richtig Fortschritte haben wir nicht gemacht. Deswegen mache ich das mal wieder so. Ich kümmere mich um die Offiziere und verbinde um das Lager. Das hat ja eben auch ganz gut funktioniert. The end is near. Eat this! Damn! Oh, oh Mann, Hansui ist auch wieder da, ey. Ja, und Verteidigungslager an Zauzers Truppen gefallen.
Sag ich ja, die Verbündeten haben das ganz gut im Griff. Was ich nicht im Griff habe, ist, gegen zwei Offiziere gleichzeitig zu gewinnen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das kann ich nicht gewinnen. Deswegen würde ich sagen, gather. Gather together. My force will move to reinforce the rear. I must save that ally. He is vital to my plans. Our ally is in danger. Bin ich vital to your plans? Sei Maus, vital to your plans? I cannot ignore an ally in danger. I must retreat. For now. I defeated an officer. God damn it, Leute, das ist so pain in the ass. So viele normale Dudes. Ihr wisst, wie nervig die sein können. Ohne Scheiß sind sogar drei Offiziere. Zhao Ang, Han Sui und Liang Xin waren das. Zum Glück habe ich es geschafft. It's over. Vor allem Gather Together und die sind gar nicht zu mir gekommen. Was war denn das für ein Scheiß? Ja, ich hab's ja geschafft. Nein! Musste mir dieser Sergeant dazwischen punkten oder was das auch immer ist. Ey, ohne Scheiß. Ja, lauf einfach an einen Verbündeten vorbei, der komplett auseinandergerissen wird. Ist klar, Yujin. Lass halt den guten alten Cai Mao einfach sterben. Ein der Hauptantagonisten von Dynasty Tactics. Lass ihn einfach sterben. I must retreat. For now. I defeated an officer. No! Ich kann es immer schlecht einschätzen, wie viel Schaden letzten Endes die einzelnen Schläge machen. But we did it! Los, Leute, jetzt Großangriff! Worauf wartet ihr noch? Ohne Scheiß. Okay, das Base, das nehmen die Verbündeten schon wieder ein. Braucht meine Hilfe hoffentlich nicht. Ich mach das Schwere wieder, nämlich die Offiziere. Ma Chao zum Beispiel. Ich möchte aber nicht im hohen Bereich kämpfen, haben die Moralboost. Sondern hier, oh Mann, drei und Ma Chao. Ey, ohne Scheiß, womit habe ich das verdient? Ma Dai und Ma Chao. Beide gleichzeitig. Das ist echt nicht lustig. Ich soll dir möglichst viel Schaden machen, solange Ma Chao noch nicht in Reichweite ist. Ah. Jetzt wird's problematisch. Aber es gibt ja zum Glück den hohen Energiebereich. Den brauchen wir jetzt auch. Ich lasse mich jetzt mal on purpose in den hohen Energiebereich buxieren. Damit wir besseres Counterplay haben. Aber bei solchen Massen kriegst du halt immer aufs Maul. Komm, gib mir den Musu und danke dafür. Jetzt kommt nämlich die Abrechnung. Das reicht nicht. Ja doch. Noch eine normale Kombo hinterher setzen dann schon. Schau ich das an? Dieser scheiß Major. Major ist das. Ja, nein, es war jetzt drei waren, glaube ich, die Ritter, die Majore. Das hat man ein bisschen geändert. Nicht witze, jetzt habe ich auch keinen runden Energiebereich mehr. Ich vielleicht noch ein bisschen mit warten sollen. Attack without mercy. Na, Ma Chao? Wie kann ich dir behilflich sein? Hast du einen Todeswunsch? Nein? Er wird trotzdem erfüllt. Denn ich bin Cai Mao, der Sensenmann. Komm, hör auf zu blocken. Stell dich deinen Schicksal. Was, Han Sui ist jetzt schon wieder da? Das dritte Mal? Wow. Scheiß mal auf Ma Chao. Ich hab neun. Neuen Sandsack gefunden. Oh Mann. You will soon be moving to the attack. Was? Der andere ist auch wieder da hier, Liang Xing. Das ist zu viel. Das schaffe ich nicht. Ja, weiß ich auch nicht, was wir jetzt machen. Roter Energiebereich. Ja, wir arbeiten einfach mit den Schuhen zu. Weil der gar nicht so stark ist, ne? Ihr seht das, der macht nicht viel Damage.
Uff, nur 18 Minuten, Leute. Es wird wirklich knapp. Es wird wirklich sehr, sehr knapp. Und mit knapp meine ich sehr knapp. Nur ein Stützpunkt plus mal Tank. Die ganzen Offiziere sind halt wieder da. Und Verstärkung kommt auch noch. Vielleicht ist Sansui ja bald in den Status, wo er gefangen genommen werden kann. Wir haben ihn schon so oft jetzt besiegt. Diesmal macht Li Jin den Finisher. Hat noch nicht ausgedient. Liang Xing flieht auch. So, so. Kaum hast du ein bisschen mehr Schaden genommen, haust du ab, oder was? So einer bist du also. Komm. It's over for you, bitch. Wisdom and courage should get us through this. I must retreat. Okay. I defeated an officer. Leute, dann versuchen wir mal den Scheiß hier einzunehmen. Oh, das sind die Verstärkungsturm. Pangdi, ja, natürlich. Klar. So you must be looking. Auf einmal ist Pangdi doch da, ey. Hey, yes, sir. Das Schlimmste, was passieren konnte, ist eingetroffen. Durch Pangdi. Wollen wir uns Pang D stellen, sollen wir vielleicht erstmal Hoax One besiegen? Ich weiß ja nicht. Nein! Ah, so viel Schaden hat es nicht gemacht. Gut, dass wir Verteidigungsbuffs auf der Waffe drauf haben. Nice, Lidin. Zusammen packen wir es. Oh Mann, warum ist Pang D da? Da ist der ausgerechnete Pang D, muss da natürlich kommen als Verstärkung. Nicht irgendwie ein anderer Unteroffizier oder so. Nein, Pang D. So der stärkste überhaupt. Von Mateng mit Machau. Aber wir haben ihn. I defeated an officer. Und Hoax One, der ist ja auch extra dazu gestoßen und es wird unser nächster Kill. Ah, ist hier noch einer oder was? Ja geil, Zhao Ang ist auch schon wieder da. Ich sag's euch, ne, es wird echt knapp mit dem Zeitlimit. Weil in dem Moment, wo wir uns jetzt um die kümmern, werden die anderen Offiziere, die wir eben geslayt haben, auch wieder da sein. Machau, Madai, die sind alle wieder da dann. Achtet mal drauf. Wenn wir so wenig Schaden machen, bin ich schnell genug. It's a fact. Ist echt nicht gut. Oh Mann, rettet mich doch mal. Hier sind so viele Offiziere von uns, aber keiner macht irgendwie was Produktives. Doch Yujin jetzt ausnahmsweise mal einmal. Der Hauptmann der Wache heilt die hier immer, das nervt auch. Vielleicht soll ich den mal besiegen. Ich glaube, das geht nämlich nur, wenn ein Hauptmann der Wache lebt. So, Verstärkungstyp, du bist Geschichte. It's over for you. Und Machau ist wieder da. Genau das meine ich halt. Genau das meinte ich halt. Ja, Angriffswaff. Aber sonst geht's euch gut, oder was? Naja, umso schneller habe ich den roten Energiebereich. Umso besser für uns. Yes, Smashing Queen hat man wieder zugeschlagen. God damn it. Oh nein, Zhao Ang, das wirst du nicht tun. Oh, der Musu ist so bad. Von Cai Mao. Und mal Zhao hier wieder abhauen, ne? Ja, natürlich haut er ab. Ey, jetzt hat er den geheilt. Dann lass ihn abhauen. Jetzt kann ich ihn nicht einfach so mal finishen. Zhao Ang ist mal weg. Kann ich wieder ein bisschen mehr in die Offensive gehen? Ich hoffe, das ist nicht schlimm, dass ich Musu jetzt einfach raushaue. Normalerweise benutze ich Musu-Angriffe ja eher
für defensive Zwecke, wenn ich gekommen werde. Aber in diesem Falle, wo es wirklich langsam um Zeit geht, mach ich's mal ein bisschen anders. Defeated an officer. Alright. Ich denke schon, dass die Verbündeten das jetzt schaffen, das einzunehmen. Von daher werde ich mich mal um Machau kümmern. Bei denen ich noch ein zweites Mal sehen. Aber ich hoffe, ich schaffe den zu besiegen, bevor Mateng kommt. Leider nicht geschafft. Verbündet man zu gut. Oh, Machau kann gefangen genommen werden. Seht ihr das? Und wir haben ihn gefangen genommen. Wie geil ist das denn? Imagine Machau joint Cao Cao Streit macht. Dann läuft echt gewaltig was schief. Charge, Leute, charge! Macht euch nützlich. Nein, tu's nicht, Mateng. Wir sind sonst bereuen. Move to the attack. Overrun that base. Scheiße. Enemy officer captured. Nee. Mal checken. Das lassen wir aber auch schön sein. Mateng, such dir auch mal ein anderes Opfer. Wie wär's? The enemy is strong. Proceed with caution. Mateng, bitte. Such dir ein anderes Opfer. Wie oft soll ich es denn noch sagen? Kämpf gegen Cao Cao oder sowas. Oder gegen Sima Yi. Und nicht gegen mich. So, alle Hauptmänner sind jetzt down. Wenn wir Tang jetzt hier einfach rausschmeißen, haben wir gewonnen. Ne, Mateng? Würdest du dein Hauptlager bitte verlassen? Mit der Eiskugel. Mateng, komm, du willst es doch auch. Gib's so. Ja, jetzt kann ich ihn auch besiegen, ganz ehrlich. Ach, hier ist noch ein Hauptmann. Ernsthaft? Hier ist tatsächlich noch einer. Okay, jetzt ist nur Mateng am Leben. Bitte, verlass dein Lager, bitte. Ja. Dann halt nicht. Komm, wir sehen ihn jetzt. Fix up our formation. Prepare for the attack. Viel fehlt ja nicht mehr. Ich habe Angst, dass ich jetzt einen Musu mache, dass ich ihn komplett verhaue. Weil die Verbündeten ihn dann rausboxen oder sowas. Ich fahr den noch auf. Ja, jetzt mach ich's. Jetzt oder nie, Leute. Yes. We got it. We fucking did it. You fought well. Nervig. Das war eine erste Schlacht, wie sie im Buche steht. Gar nicht mal so einfach, ne? Aber Mateng ist schon mal frühzeitig ausgeschaltet. Er war im letzten Szenario so nervig. Super aggressiv. Von daher ist es doch super. Oh mein Gott. Ich habe doch kritisiert, dass wir zu wenig Schaden haben. Jetzt sieht das ein bisschen anders aus. Boah, Angriff 20, Turm 20. Das ist ja unglaublich. Musu kann mir gestohlen bleiben. Die Waffe ist actually amazing jetzt. Und ich habe euch den letzten Generic auch noch gezeigt. Xi Liang wird jetzt von Cao Cao kontrolliert. Yeah. Haben halt gar nicht so viel Cash. Einfach mal Cao rekrutieren. Na, geht nicht. Er sagt nein.
Oh, Martin! Willkommen im Team. Das hier zu Zheng Liao. Im Frühling des Jahres 208 wurde Mateng besiegt und aus der Geschichte getilgt. This is my first step towards greatness. I shall realize my ambition to rule this land. Das ist der erste Schritt zum Ruhm. Ich werde mein Ziel erreichen und dieses Land regieren. Fängt schon mal sehr geil an. Das halbe Land gehört jetzt schon bereits uns. Ja, das war das Chibi-Szenario. Es geht ein bisschen schneller. Our true fight, the fight for my ambition, begins now. His Highness has rewarded you with an imperial office. I trust you will honor your emperor by accepting his gracious offer. Seine Hoheit hat dich mit einem kaiserlichen Amt betraut. Hoffentlich erweist du den Kaiser durch Annahme dieses gnädigen Angebots an Ehre. Ich fühle mich geehrt. Zauzau wurde den Rang eines Herzogs erhoben. Yay! Oh, um die drohende Gefahr von Sun Quan und Liu Bei abzuwenden, zog Zauzau mit seinen Streitkräften nach Shang Jiang. Besondere Schlacht, die Schlacht von Chibi im nächsten Part, Leute. Daumen hoch, falls euch gefallen hat. Falls nicht, könntest du die gern favorisieren. Die signifikanteste Schlacht, die diesem Szenario auch ihren Namen gibt, gibt's da im nächsten Part. Ich wünsche euch was. Stay awesome. Eure Cecile. Ciao.